In diesem Video bespreche ich die Fachbegriffe für das Hauptwort und wenn es geht, immer mit einem Beispiel. Beginnen wir mit dem Hauptwort selbst. Der Fachbegriff ist das Nomen. Ein Beispiel für ein Nomen ist zum Beispiel der Garten. Das grammatische Geschlecht des Nomens wird Genus genannt. Und wir unterscheiden drei Geschlechter. Das männliche Geschlecht, Maskulinum genannt. Als Beispiel der Hase, erkennbar am Artikel der. Dann das weibliche Geschlecht, das sogenannte Femininum. Zum Beispiel die Rose. Und schließlich das sächliche Geschlecht, das sogenannte Neutrum. Als Beispiel das Kind. Also das grammatische Geschlecht, Genus, in seinen drei Ausprägungsformen Maskulinum, Femininum und Neutrum. Kommen wir zur grammatischen Zahl des Nomens. Das ist der sogenannte Numerus. Und wir unterscheiden hier Einzahl und Mehrzahl. Die Einzahl wird Singular genannt. Das Plural ist die Mehrzahl. Und als Beispiel kann ich hier anführen Singular der Mann, also einer, und Plural die Männer, also mehrere. Zusammenfassend, grammatische Zahl wird Numerus genannt, in seiner Ausprägung Singular Einzahl und Plural Mehrzahl. Dann kommen wir noch zum grammatischen Fall, Kasus genannt. Wir unterscheiden vier Fälle. Der erste Fall ist der Nominativ, zum Beispiel der Hund. Der zweite Fall wird genannt Genitiv, zum Beispiel des Hundes. Dritter Fall wird genannt Dativ, zum Beispiel dem Hund. Und schlussendlich der vierte Fall wird genannt Akkusativ. Und als Beispiel den Hund. Zusammenfassend, der grammatische Fall wird Kasus genannt. Und es gibt vier Fälle. Erster Fall Nominativ, zweiter Fall Genitiv, dritter Fall Dativ, vierter Fall Akkusativ. Mehr Übungen und Videos zu diesem Thema findet Sie hier auf der Playlist Deutsch Wortarten und auf meiner Homepage. Viel Spaß beim Üben und bis bald bei einer anderen Themenstellung.